Heute bin ich bei Pöppinghaus und Wenner zu Besuch. Das ist ein Trocknungsservice-Unternehmen hier in Kerpen und ich gucke mir den Job der Leckageorterin an. Ich kann mir ehrlich gesagt selber noch nicht so richtig was darunter vorstellen, aber deswegen treffe ich mich gleich mit Hans-Peter Jordan. Der wird mir auf jeden Fall zeigen können, was ich als Leckageorterin so zu tun habe. Du arbeitest ja als Leckageorter hier bei Pöppinghaus und Wenner. Erzähl mir doch mal, was ist dein Job? Was muss ich mir darunter vorstellen? Vorstellen musst du dir, ich suche nach Rohrbrüche, Innengebäuden, außerhalb von Gebäuden, hauptsächlich aber Innengebäude, irgendwo Wasser austritt oder Wasser sichtbar wird an den Wänden und Decken. Dann werden wir angerufen und dann eilen wir schon zum Objekt hin, um die Schadensursache festzustellen mit diversen Messverfahren. Aber ich habe gleich eine Kundin, bei der Tropf ist aus der Decke, da kann ich dich gerne mitnehmen. So, Hans-Peter, für mich als Laien, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht das jetzt nach einem sehr normalen, durchschnittlichen Badezimmer aus. Ich kann keine Probleme erkennen. Du vielleicht schon? Ja, die Kundin hat hier von Wasseraustritt aus der Erdgeschossdecke berichtet. Und wir sind jetzt im ersten OG im Badezimmer und werden jetzt die Ursache auf den Grund gehen. Und ich würde sagen, wir überprüfen jetzt erstmal die Druckwasserleitungen auf Fließgeräusche, weil austretendes Wasser aus einer Kleinstleckage erzeugt Strömungsgeräusche. Und die können wir mit hier hochsensible Mikrofone erfassen. Jetzt müsste ich noch hingehen und möchte mal gerne die Leitungsverläufe bzw. die Abwasserleitung anhand der Wärmebildkamera überprüfen. Mal schauen, ob wir da Auffälligkeiten haben. Wir haben jetzt genau lokalisieren können die Schadensursache der Durchfeuchtung. Das heißt, die Undichtigkeit am Siphon des Waschtisches konnte man klar erfassen. Und ich mache jetzt einfach noch ein paar Infrarotbilder für den Versicherungsnehmer, dass er auch das für seine Unterlagen hat. Okay, wir sind ja jetzt hier in einem ganz normalen Einfamilienhaus. Gibt es denn noch andere Örtlichkeiten, Gebäude, an denen du zum Einsatz kommst? Ja, im Endeffekt sind wir im Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, ob es jetzt 100 Parteien sind oder nur eine Partei, jetzt Einfamilienhaus, ob es Sportanlagen sind, Stadien sind oder Kindergärten, Krankenhäuser, Schwimmbäder. Wir sind überall. Und gleich habe ich sehr noch eine größere Sache in Schützenheim. Da kann ich dich gerne mitnehmen. So, Hans-Peter, wir sind jetzt in einem Schützenheim angekommen, weil ihr hierher gerufen wurdet. Was war denn das Problem? Das Problem hier ist, dass die Heizungsanlagen dauerhaft einen Druckabfall vorweisen, wo man sagt, alle 2-3 Tage wird Wasser nachgefüllt in die Heizungsanlage. So, und dieses Problem sollen wir jetzt eruieren, wo das denn liegt. Genau, was probieren wir denn jetzt? Was machen wir? Also zuerst mal Vormessung machen mit der Wärmebildkamera. Wie gesagt, wenn wir einen schönen Wasseraustritt vorhanden haben, dann erwärmt der diesen Oberbelag, also den Oberboden. Und anhand der Wärmebildkamera könnten wir dann, wenn es gut läuft, diese Undichtigkeit erfassen. Kommt seltener vor, aber nichtsdestotrotz probieren wir alles. Auf jeden Fall machen wir immer noch zusätzliche Geräuschspiegelmessungen, weil, wie gesagt, Wasser, was austritt aus einer Leitung, verursacht Strömungsgeräusche bzw. Austrittsgeräusche. Und je nach Intensität können wir dieses Austrittsgeräusch punktuell auf eine Bodenfläche erfassen. Okay, was prüfst du jetzt hier nochmal? Wir haben jetzt das Leitungssystem komplett entwässert, das heißt, das Heizungswasser ist raus und ich habe jetzt dieses Formiergas, Tracergas angeschlossen, das ist ein Prüfgas. Das soll dann an den Rohrbrüchen in größeren Mengen austreten und das können wir anhand mittels einem Gasdetektor, der dieses ungiftige und geruchsneutrales Gas erschnüffeln kann. Und damit nochmal die 100%ige Sicherheit bekommen, dass wir auch wirklich sagen können, da hinten befindet sich der Rohrbruch und wir machen jetzt auf. Was würdest du denn sagen, welche Voraussetzungen sollte man mitbringen, wenn man sich als Leckageorterin oder Leckageorter bewerben möchte? Ja, mitbringen sollte man technisches Verständnis, man sollte ehrgeizig sein, flexibel sein, gewissenhaft. Bei mir kundenorientiertes Arbeiten wird bei uns ganz oben gestellt, dass der Kunde zufrieden ist, vor allen Dingen die Wasserschäden haben. Die sind auch sehr nervös, die Kunden, darum sollte man ein ruhiges Auftreten haben. Was würdest du denn sagen, du hast ja schon erzählt, du bist schon seit 24 Jahren, glaube ich, hier bei Pöppinghaus und Wenner beschäftigt. Was würdest du sagen, gefällt dir an deinem Job besonders gut?
besonders eine gute, sage ich mal, absolut eigenständig, selbstständiges Arbeiten. Also man ist wirklich gefordert in dem Job, wenn das wirklich spannend ist und im Endeffekt aufregend und jeden Tag neue Kunden. Und das finde ich halt sehr spannend. Dann auch halt im Kundendienst, da gehe ich ein bisschen auf, wo ich einfach sagen, okay, wir haben den Beteiligten geholfen jetzt. Sehr schön. Ich hoffe, wir konnten euch den Job der Leckageorterin oder des Leckageorters ein bisschen schmackhaft machen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich habe vieles gelernt und ich sage danke, Hans-Peter, dass du mich mitgenommen hast. Gerne.